Außer Civilian Smeggy. auf Cooldown gekillt. Was ist eigentlich Mafia? Das war mal lustig, ist aber glaube ich nicht so lustig. Naja, Shugi hat ja drei oder vier. Nicht? Das sind drei Imposter, die. Ja, das ist eigentlich. Also, einer da kann killen, der andere kann gar nichts und der andere kann die Leichen wegziehen. Naja, also Mafia ist schon nicht schlecht, aber es ist nicht angepasst auf die aktuellen Rollen und so. Es funktioniert nicht, ist buggy. Schade. Zählt ihr nicht, weil drei. Also ein Dreier-Team als Imposter ist immer OP. So. Dann dürftest du kein Jakal oder halt kein Sidekick für den Jakal. Ja, einer von denen ist immer cleaner, der eine kann, also kann nicht töten, bis erst der Godfather tot ist und dann wird er befördert und so. Kaffin, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Kaffin, aber ganz viel Liebe, danke für 50 Monate Support. Einer der längsten Abonnenten hier bei mir auf dem Channel. Ganz viel Liebe, ne? Ganz viel Liebe, aber das möchte ich tatsächlich nicht herausfinden. Vor allem dieses Wort herausfinden. Ja? Das ist auch in dem Zusammenhang wieder äußerst sassy. So, Smeggy, erstmal die ersten Handschellen hier für letzte Runde. Wir sind nachtragend. Oh, ja. Der Deputy. Now. Jetzt können wir so ein bisschen... Why did you kill her? Why? I didn't kill. Ich hab dich noch runterlaufen sehen. Ich war AFK, Leute. Task. Okay. Oh. Und dann habe ich gesehen, dass sie da tot liegt. Und dann oben kam am Spawn? Spengi noch hoch. Ja, im die Dropship. War auch gerade noch im Dropship. Also die ist legit aus meinem Crewmate-Vision-Bereich. Seit ungefähr 3 Sekunden halt, draußen. Smeggy, wolltest du... Du bist der sasseste Mensch hier in Smeggy. Diesem Raum. Ja. das Licht geht aus, Katze dreht instant um und läuft weg. So Smeggy, das habe ich auch gesehen. Okay, darf ich dich ganz kurz fragen, wenn das Licht aus war, wie hast du das gesehen? Das ging ja gerade aus. Ich bin ja neben, also unter dir gelaufen und deine Kurve war, Licht geht aus, direkt umgedreht. Und wo ist okay, ich mache Bounty ja noch, wie langsam kleiner wird. Was? Nein. In welche Richtung? Nein. Gib den Leuten gerne den Kontext. Er ist vom Licht weg Richtung Lab in die Richtung gelaufen. Okay. Also ich weiß nicht wohin, weil das Licht ja dann ausging. Okay, und, aber ich glaube, nach unten gelaufen, nach links ging gelaufen, an, oder? Dann ging das Licht aus und dann bin ich nach rechts gelaufen, hab gesehen, dass ein Smeggy an mir vorbei jietet und laufe. Ja, Lesb müsste gefixt haben, oder? Nee, ging nicht. War der Engineer. Also ich bin gerade rangelaufen, da stand niemand und das Licht ist wieder angegangen. Ich meine, ich war's. Smeggy, wolltest du reporten? Ja, natürlich war ich im Kasten. Ja. Ich bin eingesperrt worden und stand genau am Licht. Und dann ging das Licht wieder an. Dann ist Smeggy raus, Leute, für den Kill. Okay, Smeggy raus. Ich bin vor Storage an der Tafel. Kann ich jetzt nicht sagen, so genau, aber... In Storage stand Knechte mit mir, also... Aber wer war denn dann in der Trap? Ich nicht. Keine Ahnung, ich war nicht unten. So. Andere blaue. Erste W ist mit dir gelaufen. Weiß ich nicht, warum. Findest du die Person nicht sass? Halt, stopp, warum hätte ich gewonnen? Warum haben wir Smeggy nur einmal gewotet? Findest du die Person nicht sass? Hat er mehr gesehen? Habe ich irgendwas übersehen? Hat Julie da gekillt? Ja, ich musste irgendwie gerade Smeggy so ein bisschen sagen, ich habe ihm ja Handschellen gegeben und damit kann ich mich ja so ein bisschen proven, ne, dass er denkt, ich bin Deputy. Und jetzt, wenn er der Kill ist nice, wenn Stuggy den nicht reportet. Ach. Sensuell. Klang wie ein Schrei von Claire, aber... Bomba. Ja sexy. Ich kann mich täuschen. Ich kann das waren letzte Worte. Ich muss die Person trotzdem anklagen. Licht ging aus, wir haben Licht gefixt, es kam ein Flash.
zur Tür reinkam, Terste. Ja. Und die Leiche liegt vor Electrical oben an der Auffülltask. Das war Knechti. Also kein Report-Button gehabt, wo? Ja, es war Knechti. Rechts, rechts oben? Oben vor Lab, vor Electrical, sorry. Vor Electrical. Also nächste Runde bitte mal darauf achten, dass Knechti hier Teil der Runde ist. Der stippt mir gerade schon wieder ein bisschen zu oft. Dankeschön. Als ich zu Electrical gelaufen kam, kam ich aber von links, ne? Ich weiß auch, wo die andere Leiche liegt, by the way. Claire. Und zwar, als ich nach Lightfix runtergelaufen bin, ist der umgefallen. Ach Mist, das geht ja nur in Spielen. Nee, das heißt. Du rechts von der Tür rein. Nein, ich kam von links. Und Claire liegt gerade und dazu kann Carillo vielleicht auch was sagen. Also, ich bin doch bei der Leiche jetzt. Ja. Und Carillo kam von oben, aber ich würde sagen, wir haben da einen Vampir in der Runde drin, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Und dann beim Carillo war das auch schon. Also, vielleicht kann mich Smaggy, vielleicht kann Smaggy mich auch so ein bisschen rausnehmen. Wegen erster Runde, aber. Wir waren da noch beim Lichtfix mit dabei. Ich war hier draußen, der war mit mir beim Licht. Nicht beim Licht, im Lab. Im Lab waren wir jetzt gerade. Ja, da haben wir Smaggy auch noch gesehen. Julie war noch beim Lichtfix da. Exactly. Julie, Carillo, Stugi könnten Vampire sein. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war vorher in den. Wo war ich denn? War ich entweder O2 oder ich war in den Camps? Ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwo warst du. In O2 war ich. Hat die Chemo schon wieder gemacht. Nee, also, nee, Claire ist ja gerade umgefallen. Hat er letzte Runde eigentlich gesagt, was er gemacht hat? Weil mein Chat hat mich im Nachhinein aufgeklärt. Er hat als Crewgesser versucht, die Snitch rauszugessen. Snitch auf Claire warst. Wow, oh Gott. Also in der letzten Runde. Oh Gott. War eine wilde Erdbeere. Kann man machen. Ja, warte mal, wer war denn da bei Licht? Carillo, Vivi, Claire. Er kann doch nur noch Carillo und Vivi sein, oder? Oder war da noch eine Person bei Licht? Hallo, Spinky. War da noch eine Person? Wir müssen gleich nochmal überlegen und nochmal nachfragen. Weil ansonsten glaube ich nämlich, Vivi ist böse und Vampir und hat deshalb auch gesehen, dass ich da, nicht von links kam, sondern von rechts. Also sie wird wissen wahrscheinlich, ich bin Jakal. Ne? Wenn sie Vampir ist. Hallo. Oh, der ist aber auch frisch, ne? Ja. Mhm. Schieß los, komm. Der liegt in Weapons. Dann ist Vlesk das auf jeden Fall nicht gewesen. Guck mal, ich will nochmal. Wo war ich die Runde? Ich war Lab mit Lab. Dir und. Ja, das wer ist denn da gerade in Upper Deacon reingelaufen? Wer war das von euch? Ja, ich war das. Ich bin also jetzt in Spaceman. Oder? Ja, aber da war noch jemand. Bei mir. Nee. Warst du das, Vivi? Ja. Also, Vivi ist von mir in Lab reingelaufen, ja. Wann jetzt gerade? Dich habe ich nicht gesehen, Dasher. Ich habe nur Fles gesehen. Weil ich bin gerade runter, ich habe Vivi nicht gesehen, aber kann sein, ja. Wenn die danach nach mir rein ist, ja. Denke, woher kamst du denn? Carillo kam... war auch in der Ecke. Ja, ja, guck mal, wir sind mit Carillo und Stugi gerade in O2. Stugi kann maximal als Vampire den Kill gemacht haben, ansonsten sind Carillo, ich und Stugi raus. Der Kill ist passiert, als Carillo, Stugi und ich genau an der Mülltaske standen. Ja, also guck mal, gerade der Kill davor bei Electrical. Leute, da war Vivi, Carillo und wer war da noch bei Lights? Claire? Julie und ich. Ich war, ja. Also ich call das einfach mal raus. Sein. Lass mich kurz aussprechen, dann kannst du sagen, kann nicht sein. Ich bin Tracker, war auch schon in der ersten Runde Tracker, das hat auch der erste gesehen, deshalb hat er mich rausgenommen. Ich bin instant umgedreht, bin zur Leiche gelaufen. Die Leiche war ein bisschen älter, deshalb habe ich gesagt, wer ist mit Terce gelaufen, der hätte der Killer sein können. Und auch hier habe ich noch geguckt, ob noch ein anderer in O2 ist, um die Person rauszunehmen. Weil wie gesagt, maximal von uns dreien kann Stugi den Kill gemacht haben. Ich habe gesehen, dass der Kill rechts irgendwo liegt. Und ich wollte nur gucken, ob noch jemand in O2 ist. Carillo ist unabbrochen, den Kill raus. Habe ich also ja nicht, ich habe geguckt. Wo ich warst war du oben denn? Im Baumraum, ich habe dich gesehen, wie du gerade eben bist. Du siehst von oben mehr als ich von unten. Nee, ich bin gerade eben aus dem Baumraum raus. Wir waren auf einer Höhe, du bist hoch in den Gang Richtung Electrical gelaufen. Ich habe dich nicht gesehen. Also aber den Kill. Bist, bist du raus. Sagst du. Warte, wer ist tot? Ja. Kann Stugi nur als Vampire gemacht haben. Ja, als Stugi war Vampir wahrscheinlich und hat einfach gegessen jetzt, ja. Ja, dann ist okay. Er wird Smay jetzt auf Tracker gegessen haben, der anscheinend gelogen hat dann. Ja.
Also Smaggy hat anscheinend gelogen, weil welche Rolle soll er sonst guessen? Ne, ich glaube das nicht, ne? Gionta vorhin gefollowt und haut den ersten Sub raus. Das ist ja geisteskrank. Vielen, vielen Dank, ne? Crazy. Ganz viel Liebe, Dankeschön. Ganz viel Liebe, Dankeschön. Das ist halt ultra schlecht, dass ich jetzt da in der Trap drin bin. Carillo guckt schon so. Faro, Carillo, ich in der Trap und wir haben Trickster. Ich glaube, Smaggy wollte mich gerade killen. Boah. Oh oh. Faro ist neben mir umgekippt. Ich crosse ihn. Auf einmal, er kippt um, aber es waren keine Blätter da. Und der Einzige, der sonst noch vorher da war, war Terste. Und ich glaube, alle drei waren ich, oben kann noch ich, in kann der Stadt. Kann ich sie direkt rausnehmen. Faro war Sheriff und Stugi war nicht Vampir, Stugi war Trickster. Oh, also ja. Hat er versucht, mich zu erschießen. Richtig. Sicher, wir haben gerade einen ja, weil nee, jetzt pass auf. Ich kenne die Rollen von den dreien. Es war ein Trickster. Warte mal. Sorry, ich muss mich nochmal sammeln. Wie, du bist in Comms gelaufen? Ne? Trickster, Sheriff und Sidekick. Ich bin gerade in Comms gelaufen. Pass auf. Ich muss das ganz kurz ordnen in meinem Kopf. Also, Sheriff hat auf dich geschossen. Das war Faro. Trickster war Stewie, relativ sicher. Der ist schon tot. Und jetzt gerade muss ja irgendwo Vampir gebissen haben, weil wir haben beim Report, ist es ja aufgeblinkt oder nicht? Ja, das stimmt. Ja. Ich habe reportet und. Dann ich bin aber, Carillo, ich bin aber gerade in Comms reingelaufen. Und wenn Smaggy da jemanden reinlaufen gesehen hat, dann hat er mich gerade gesehen. Also, ne? Also ja, zuerst also, bist du doch... Ja, aber das ist schon 20 Sekunden... Ja. Ja, aber das ist schon 20 Sekunden her oder so. Okay. Wir müssen uns absprechen, weil wir haben, glaube ich... Also, ich kann nicht sagen, ja. Dass Sidekick und Trickster tot sind, aber wir haben Vampir und Jakal auf jeden Fall drin. Ich würde Dasher voten. Aber der Jakal ist ja das ist die einzige Person, die ich auf jeden Fall rausnehmen kann. Das würde ich eher nicht machen. Ich war die ganze aber Schakal ist doch schon gestorben gerade eben, oder? Durch den Flash? Könnte möglich sein. Also es war ja ein blauer könnte Flash. Könnte möglich sein, ja. Könnte möglich sein. Ja. Stimmt. Auf letztlich, ich vertraue dir so kein bisschen, dann sag ich dir, wie es ja, ist. Ja, dann mach ich halt nicht. Ich vertraue ihm. Ja, aber warte mal. Dann bleibt doch für den Vampir-Kill nur Carillo selber, oder nicht? Nicht Carillo. Wenn dann... Ja, nee, ich will es nicht letzte Sekunde callen, aber Carillo nicht. Ja. Oh, Jesus, warum... Ja, es ist Maggie. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, das Carillo kann, ihr könnt doch nicht Carillo voten. Da hat doch Sheriff gerade drauf geschossen. Hab ich nicht gewonnen. Ich wurde vorhin auch schon rausgenommen. Das ist richtig eigentlich. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, dass ich die Fallauflösung mache, ne? Bei mir ist gerade so ein kleines Äffchen im Kopf mit so Becken. Ja, ist das klasse. Ist das klasse. Aber ich denke, wegen dem Müllkill und oben den Kill bei Licht, da war ja nur Stugi, Carillo oder Vivi. Smaggy war da doch gar nicht. Wurde doch gar von keinem gesehen. So, wir müssen den Seismic ausmachen, Leute. Den Seismic. Wo ist er? Wir sind immer noch im Rennen, Leute. Wir können das immer noch nach Hause holen hier. Hallo, Nacho. Junge, ich sehe gleich aus wie ein Pimmel. Hallo, was für Kanalwette. Das war mir zu heikel. Hat er mich noch gebissen? Hat er nicht. Jetzt Engineer im Vent. Hab's Maggie gefunden im Office. Office? Da Carillo auf Carillo geschossen wurde, kann es ja nur Tester sein, ne?
Nee. Und Terstus saß ich seit Runde 1. Wieso? Wegen diesem Electrical-Ding bei Storage. Bin mir sicher, du kamst schon. Ach so, ja. Also, guck mal, pass auf. Die Sache ist die, ich habe Smaggy am Anfang, ich call das jetzt einfach, ich habe Smaggy am Anfang Handcuffs gegeben. Ja, deshalb hat er mich ganz am Anfang auch rausgenommen. Und ich kam da von links und Vivi, du bist die einzige Person bei Electrical noch, die da reingebissen haben könnte. Deshalb wollte ich vorhin auch auf dich schießen. Deswegen reporte ich jetzt an der Stelle. Ja, du hast halt den Bait gekillt gerade, ne? Genau. Ich war im Lab, Smaggy ist rausgelaufen, Smaggy ist zu Comms gelaufen. Wenn Carillo jetzt zu Comms... Carillo, vorhin bei Lights, ne? Wo du da warst, Stuggi und Vivi. Und Klör, wo Klör geschorben ist, wo ich über der Leiche stand. Erinnerst du dich? Der ist da ja umgefallen und da kann nur Vivi reingebissen haben dann, wenn vorhin der Sheriff auf dich geschossen hat, Carillo. Okay, Carillo, damit hat er sich rausgehauen. Ich kann es ja nicht gewesen sein. Ich habe ja die andere Leiche reported. Er stand auf der Leiche von Claire. Ich habe Knechti reported. Warum kannst du bei Lights nicht reingebissen haben? Hä? Ihr wart doch alle bei Light, du beißt rein und rennst nach rechts raus. Ich habe reported und zwar Knechti. Ich war Lights fixen, ich bin dann in die Cams reingegangen. Und du bist der Letzte, der reinkam von Du bist rechts. Nicht in Cams reingegangen. Du hast gerade gesagt, du bist rechts rausgelaufen, hast du reported. Weil ich gucken. Ja, ich habe in ersten Cams, habe gesehen, da liegt die Leiche, weil ich wollte erst mal gucken, wo die ist. Ich kann ja nicht riechen, wo die ist. Okay, Carillo. Ich weiß, wir sind beide für dich saß. Aber ich vertraue deine inneren. Carillo, du entscheidest einfach. Ja. Du musst auf dein Herz hören. Carillo. Und es war gar kein Sheriff. Oh nein, das war dann asozial. Ich will weinen. Oh. Also wenn du nicht böse bist, Carillo, haben wir es geschafft. Ich musste Smaggy halt killen, sonst hätte er mich jetzt gekillt, ne? Sehr gut. Das ist aber gut. Ich muss einfach, Smaggy war nicht böse. Sagen, wenn ich vote. Junge, Vespa, der Vampir. Och, Junge, ich wollte in der letzten Sekunde nicht callen, wen ich vote, weil ich hätte das Maggie gesagt, aber das wäre mir ein bisschen zu kurz gewesen. Evi, du sagst, du vertraust mir und ich sag so, die einzige Person, die ich rausnehmen kann, ist Dasher. Und du votest Dasher. Ich hab das nicht. Wie wird das Dasher gewotet? Ja, ja. Ja, es geht ja wieder runter. Der ist Lover mit einem Schuss. Ich hab's auch Der muss da auch sein. Uns dabei. Ich hab's nicht gehört, sehr gut. Ja, alles, ja, ich der meine. Der ist der aber nice try. Ja, sorry, Fles, ich dachte, Faru wäre der Trapper. Ja, also, ich hab. Wann bist du Sidekick? Seit Runde 1 schon? Ja, ich hab. Ja, ja, ich hab. Ja. Genau. Genau, ja, aber ich hab dir ja die Handcuffs gegeben, damit wollte ich mich so ein bisschen proven dann, weißt du, über dich. Riesenkock. Ja, boah, ich hätte dich da natürlich jetzt nicht gekillt, ne, vor Vitals, aber. Ja, klar habe ich Knechti gekillt. Kein gutes Gameplay. Niemals. Ich hätte jetzt Smaggy da auch nie gekillt, ne? Aber ich dachte, er wäre Vampir und würde dann in mich reinbeißen. Deshalb dachte ich so, ja, bevor der mich killt, ne? Ich dachte auch, das ist sehr off-topic. Das ist sehr off-topic, aber was ich auf Twitch am meisten mag, ist, Terstes Stream anzumachen. Es steht Hardcore-WoW im Titel und du siehst einfach, wie jedes Mal Level 6 ist und durch Elvin Wald durchläuft. Durch Elvin. Ja. Go again, ne? So ist das. Go again. Crazy. Ich hab grad noch gesagt, das Rad, kann ich das Rad. Ja, Freunde, wir starten, ne? Viel Spaß. Ja, Freunde, an der Stelle, ich mach ganz kurze Abmod. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern kostenlos ein Abo da. Morgen 16 Uhr neues Video. Und ich sag vielen Dank für den Support auf YouTube. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Tschüss.